Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Let's Play Superman 64. Ich bin Derfa und wir befinden uns immer noch in diesem Untergrund-Staudamm-Dingens und ja, voll fett. Wir haben das letzte Mal Mrs. Bitrace besiegt und sind jetzt auf dem Weg, um die seitlichen Türen zu öffnen, damit wir die Bomben entschärfen können. Ich hoffe, wir können sie entschärfen. Also, mein Eisatem-Ding scheint sie nicht gerade zu beeindrucken, aber sie verwandeln sich in kleine, blitzende Blöcke von Eis. Überraschung. Na, lande. Nimm es. Okay, so geht das auch. Danke. Danke, sage ich. Ich habe gerade angefangen zu spielen. Ich könnte das Ding schon wieder töten. Nein, nimm es. Du sollst es nehmen. Genauso, nicht anders. So, und jetzt öffne die Türen. Geöffnet. Gut, Superman. Gut. 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 Immer noch gut. Yeah, super Geschwindigkeit. Die uns nichts bringt. Wie ich finde. Die ist so super, dass sie total super für die Tonne ist. Am Arsch ist sie super. Am Arsch. Hört ihr das? Entwickler von Superman 64. Gut, ich weiß nicht, ob ihr noch lebt oder ob ich selbst umgebracht habe nach diesem Spiel, wollen wir es nennen. So, Eisblock. So, sie ist jetzt runtergefallen. Sie schwebt da jetzt. Sie hat ihre Fähigkeit zu schweben verloren, ja. Ich nehme an. Och, Alter, macht doch keine Gymnastik. Das ist einfach nur langfliegen. Einfach nur langfliegen. Fliegen. So, wenn ich jetzt sterbe, dann bin ich angepisst. Dann bin ich angepisst. Noch mehr, als mich dieses Spiel so schon anpisst. Also nichts gegen dieses Spiel, es ist wirklich... Es ist ein Spiel. Gut, ich will jetzt nichts dagegen sagen. Na, ich sagte landen. Jetzt geh hier hin und mach dein Eisteil-Ding. Ha! Superman wins! Yeah! Danke, Superman! Ich weiß, wenn die vielen mir jetzt geholfen haben, aber... Spiel speichern? Ja, wir möchten es speichern. Ja. Spiel fortsetzen? Nee, Spiel ersetzen? Ja. Wir möchten es auch fortsetzen. Ach, scheiße. Okay, dann wartet kurz auf mich. Ich muss mir schnell mein Teil anschalten. So, ich habe jetzt wieder meinen Ballerbolker angeschaltet und ich denke mal, es kann dann jetzt auch weitergehen. Nicht so weit entfernt. Ja, ich habe keine Ahnung, wo er war mit der Story. Die würden einem Freund kein Glas Bier anbieten und wenn sie auch in der Höhle mit goldenen Wänden wohnten. Aber in Beutel sind, machen sie es richtig. Unser Sam sagt, jeder wird zum Fest eingeladen und es soll Geschenke geben, wohlgemerkt. Geschenke für alle. Und zwar jetzt in diesem Monat war September und das Wetter so schön, wie man es sich nur wünschen konnte. Ein oder zwei Tage später verbreitete sich das Gerücht, vermutlich von dem gut unterrichteten Sam aufgebracht, dass es ein Feuerwerk geben werde und noch dazu ein Feuerwerk, wie man es seit fast 100 Jahren nicht im Auenland gesehen hatte, gewiss nicht seit dem Tod des alten Tug. Die Tage vergingen, und der große Tag kam näher. Ein wunderlich aussehender Wagen, mit wunderlich aussehenden Paketen beladen, traf eines Abends in Hobbingen ein und rumpelte den Bühl hinauf nach Beutelsend. Die verdutzten Hobbits guckten aus ihren erleuchteten Haustüren und gafften ihm nach. Ausländisches Volk, das fremdartige Lieder sang, kam in dem Wagen. Zwerge mit langen Bärten und weiten Kapuzen. Ein paar von ihnen blieben in Beutelsend. Am Ende der 2. September wurde vor am helllichten Tage von der Grandweinbrücke kommend ein zweirädriger Karren durch Wasserau. Ein alter Mann saß ganz allein darauf. Er trug einen hohen spitzenblauen Hut, einen langen grauen Mantel und ein silbernes Halstuch. Er hatte einen langen weißen Bart und buschige Augenbrauen, die unter seiner Hutkrempe hervorragten. Kleine Hobbit-Kinder rannten durch ganz Hobbingen und bis hinauf zum Bühl hinter dem Karren her, der die Feuerwerkskörper brachte, wie sie richtig errieten.
An Bilbos Haustür begann der alte Mann abzuladen, es waren große Bünde mit Feuerwerkskörpern aller Arten und Formen, und jedes war mit einem dicken roten B und der Elbenrune gezeichnet. Das war natürlich Gandalfs Zeichen, und der alte Mann war Gandalf, der Zauberer, dessen Ruf im Auenland hauptsächlich auf seiner Fertigkeit, mit Feuer, Rauch und Blitz umzugehen, beruhte. Sein eigentliches Geschäft war weit schwieriger und gefährlicher, aber davon wussten die Leute im Auenland nichts. Für sie war er einfach eine der Attraktionen des Festes. Ja, daher die Aufregung der Hobbit-Kinder. Ja. Geh heißt großartig, riefen sie, und der alte Mann schmunzelte. Sie kannten ihn vom Sehen, obwohl er nur gelegentlich in Hobbingen auftauchte und niemals lange blieb. Aber weder sie noch irgendjemand außer den Ältesten unter den Altvorderen hatte eine seiner Feuerwerkvorführungen gesehen. Sie gehörten jetzt einer sagenhaften Vergangenheit an. Als der alte Mann, den Bilbo und einige Zwerge geholfen hatten, mit dem Abladen fertig war, schenkte Bilbo den Kindern ein paar Pfennige. Aber nicht ein einziger Knallfrosch oder Schwärmer kam zur Enttäuschung der Zuschauer zum Vorschein. Ja, denn mit Feuerwerkskörpern spielt man nicht kleine Kinder. Ihr bekommt noch genug zu sehen. Wenn es soweit ist, dann verschwand er mit Bilbo nach drinnen. Und die Tür wurde geschlossen. Die Hobbit-Kinder starrten noch eine Weile vergeblich auf die Tür. Dann machten sie sich davon und hatten das Gefühl, dass der Tag des Festes niemals kommen würde. In Beutelsend saßen Bilbo und Gandalf am offenen Fenster eines kleinen Zimmers, das nach Westen in den Garten ging. Der Spätnachmittag war heiter und friedlich. Rot und golden leuchteten die Blumen, Löwenmoll und Sonnenblumen, und allenthalben rankte sich Kapuzinerkrosse über die grasbedeckten Wände und lugte in die runden Fenster hinein. Prächtig schau dein Garten aus, sagte Gandalf. Ja, antwortete Bilbo. Ich hänge wirklich sehr an ihm und an dem ganzen lieben alten Auenland. Aber ich glaube, ich brauche Ferien. Du willst also deinen Plan ausführen. Allerdings, ich habe mich vor Monaten dazu entschlossen und meine Meinung nicht geändert. Sehr gut. Es hat keinen Zweck, mehr zu sagen. Halte an deinem Plan fest. Nein. An dem ganzen Plan, wohlgemerkt. Und ich hoffe, es wird sich alles zum Besten wenden, für dich und für uns alle, das hoffe ich auch. Jedenfalls habe ich vor, mich am Donnerstag gut zu unterhalten und mir einen kleinen Scherz zu leisten. Wer wird wohl darüber lachen, möchte ich mal wissen, sagte Gandalf und schüttelte den Kopf. Das werden wir sehen, sagte Bilbo. Am nächsten Tag rollten weitere Karren den Bühl hinauf, und immer noch mehr Karren. Es hätte etwas Gemurmel geben können über am Ort einkaufen, aber gerade in dieser Woche begann sich aus Beutelsend eine ganze Flut von Aufträgen zu ergießen für Lebensmittel, Gebrauchs- und Luxuswaren, die in Hobbingen oder Wasserau oder sonst wo in der Nachbarschaft erhältlich waren. Die Leute waren begeistert, und sie begannen die Tage auf den Kalender abzustreichen und schauten ungeduldig nach dem Briefträger aus, da sie auf Einladungen hofften. Es dauerte nicht lange, da ergoss sich auch eine Flut von Einladungen. Im Postamt von Hobbingen stapelten sich ganze Berge, das Postamt von Wasserau wusste nicht mehr aus und ein. Und es wurden freiwillige Hilfspostboten gesucht. Superman. In ständigem Strom zogen sie den Bühl hinauf und brachten hunderte höflicher Variationen von vielen Dank. Ich komme gern. Am Tor von Beutelsend erschien ein Anschlag. Zutritt pur und Befugte verboten. Selbst diejenigen, die befugt waren oder es zu sein vorgaben, weil sie etwas für das Fest zu liefern hatten, wurden selten hineingelassen. Was haben wir denn gemacht? Beschäftigt. Das war die Frage. Er schrieb Einladungen, hackte Zusagen von der Liste ab, packte Geschenke ein und traf ein paar persönliche Vorbereitungen. Seit Gandalfs Ankunft blieb er unsichtbar. Eines Morgens wachten die Hobbits auf und sahen auf dem großen Feld südlich von Bilbos Haustür lauter Seile und Stangen für kleine und große Zelte. An der Böschung, die zur Straße führte, wurde ein zusätzlicher Eingang mit breiten Stufen und einem großen weißen Tor angelegt.
Die drei Hobbit-Familien, die im Beutelheidenweg nahe beim Feld wohnten, konnten alles genau beobachten und wurden allgemein beneidet. Der alte Umgamtschi tat nicht einmal mehr so, als arbeite er in seinem Garten. Die Zelte wuchsen allmählich empor. Eins war ganz besonders groß und so hoch, dass der Baum auf dem Feld in ihm Platz fand und nun stolz an einem Ende stand. Und zwar am Kopf des längsten Tisches. An seinen sämtlichen Zweigen wurden Laternen aufgehängt. Noch verheißungsvoller war, nach Ansicht der Hobbits, eine riesige Küche, die in der Nordecke des Feldes unter freiem Himmel aufgebaut wurde. Ein ganzer Schwemmköcher aus allen Gast- und Wirtshäusern auf Meilen im Umkreis traf ein, um den Zwergen und anderen sonderbaren Leuten, die in Beutelsend einquartiert waren, zur Hand zu gehen. Die Vorfreude erreichte ihren Höhepunkt. Hin und zurück. Dann trübte sich das Wetter ein. Die Geschichte das war Mittwoch, am Vorabend des Festes. Die Besorgnis war groß. Dann kam endlich Donnerstag, der 22. Ist bald zu Ende, September. Oder? Die Sonne ging auf, die Wolken verzogen sich, Fahnen wurden entrollt. Und der Spaß begann. Bilbo Beutlin nannte es ein Fest, aber in Wirklichkeit waren es unzählige Feiern, die gleichzeitig abgehalten wurden. Praktisch jeder, der in der Nähe wohnte, war eingeladen. Ein paar hatte man versehentlich vergessen, aber als sie dann trotzdem kamen, machte es gar nichts. Auch aus anderen Teilen des Auenlandes waren viele Leute gebeten worden, und manche waren sogar von jenseits der Grenze gekommen. Bilbo begrüßte persönlich die Gäste, auch die nicht geladenen, an dem neuen Weißen Tor. Er verteilte Geschenke an alle und etliche, und die etlichen waren jene, die durch den Hinterausgang wieder verschwanden und nachher noch einmal am Tor erschienen. Hobbits pflegen an ihren Geburtstagen anderen Geschenke zu machen. In der Regel nicht sehr teure und nicht so verschwenderisch wie bei dieser Gelegenheit. Aber es war kein schlechtes System. Denn da in Haubingen und Wasserau an jedem Tag des Jahres irgendjemand seinen Geburtstag feierte, hatte jeder Hobbit in diesen Gegenden gute Aussicht, mindestens einmal wöchentlich mindestens ein Geschenk zu bekommen. Doch wurde es ihnen niemals über. Diesmal waren die Geschenke ungewöhnlich gediegen. Die Hobbit-Kinder waren so aufgeregt, dass sie eine Weile fast das Essen vergessen hätten. Es gab Spielsachen, wie sie deren noch nie gesehen hatten, alle wunderschön und manche offenbar Zauberspielsachen. Viele waren denn auch schon vor einem Jahr bestellt und weiter aus dem Gebirge und vom Tal gebracht worden und waren echte Zwergenarbeit. Als jeder Gast begrüßt worden war und sich endlich alle auf dem Festplatz eingefunden hatten, gab es Lieder, Tänze, Musik, Spiele und natürlich Essen und Trinken. Ja, gut. Wunderbar. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann im nächsten Part von Let's Play Superman 64. Ich bin davor. Bis dann.